Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserem Symposium über die neue deutsche Sinnlichkeit. Und Sie sind wahrscheinlich genauso wie ich darauf gespannt, was sich dahinter denn verbergen könnte. Denn ja, das ist vielleicht etwas, was wir jetzt in den letzten Monaten und vielleicht im letzten Jahr so immer wieder auf Filmfestivals beobachtet haben, dass Filme aus Deutschland immer poetischer werden, dass da ein Hang dafür entsteht, wirklich sinnlicher zu inszenieren. Da ist eine andere Ästhetik da, eine andere Erzählhaltung, Magie, Poesie, all das ist da drin. Und genau das möchten wir gerne einmal besprechen. Das, was wir gerade gesehen haben, das war der Trailer zu Streiflichter. Das ist einer von vier mittellangen Filmen, die ich bei Lena Knaus zum Beispiel dazu zählen würde. Sie ist eine der Vertreterinnen dieser Bewegung. Bewegung ist eigentlich das falsche Wort, Strömung. Es ist etwas, was im deutschen Kino passiert, wo ein Bedürfnis da ist von vielen Filmemachern, und ich freue mich sehr, dass nicht nur sie da ist, sondern eben auch Piotr Lewandowski und Uzenma Borchu, drei wunderbare Filmemacher. Kommt bitte auf die Bühne an dieser Stelle. Herzlichen Applaus. Toll, dass ihr das nach Frankfurt geschafft habt. Und während ihr auf dem Weg seid und Platz nehmt, schon einmal der Hinweis, das ist natürlich eine Kooperation. Wir machen das zusammen mit Films, dem Festival des Deutschen Kinos in Mainz. Am Dienstag wurde es eröffnet und das geht noch bis Sonntag. Und wir haben eine lange Tradition darin, diese Symposien zu machen. Wir haben vor 2 Jahren, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, über den German Mumblecore geredet, hier mit Vertretern dieser Bewegung. Und daraus hat sich auch ganz viel Spannendes entwickelt. Umso schöner ist es jetzt, euch drei hier zu haben. Ich möchte sie ganz kurz vorstellen, bevor ich mich dann dazu setze. Lena Knaus hat studiert in Ludwigsburg an der Filmakademie, und ihre mittellangen Filme sind wirklich das Beispiel dafür, dass man eine Handschrift schon ganz früh entwickeln kann. Ich habe sie damit schon einmal fast bloßgestellt in Saarbrücken bei einer Moderation. Ich fand das ganz wunderbar, weil es ist so selten, dass so früh schon so eine eindeutige Sprache auch in der Ästhetik vor allen Dingen entsteht. Und Sie werden das dann morgen sehen können, denn heute sind leider noch keine Filme von ihr zu sehen, aber deswegen zeigen wir immer Trailer vor jedem Film, und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Hat auch viele Preise gewonnen. Lena Knaus, schön, dass sie da ist. Danke. Morgen dann 17.30 Uhr im Cinema Jans in Mainz gibt es dann quasi eine kleine Retrospektive. Dann, ich mache weiter mit der zweiten Dame hier am Tisch. Das ist Uzenma Borchu. Sie hat, und das ist ganz interessant, zuerst in Mainz studiert. Deswegen ganz toll, dass du jetzt im Rahmen von Films auch hier bist. Und dann bist du nach München gewechselt an die HFF und hast dort Regie studiert. Und das, was wir dann heute Abend um 20.30 Uhr sehen können, Schau mich nicht so an, das ist dein Abschlussfilm. Und das ist wirklich spannend, wie es mit diesem Film weitergegangen ist. Der hat in München beim Filmfest, ja, nach der Berlinale, das wichtigste Festival in Deutschland, den Fibreschi-Preis der internationalen Filmkritik direkt gewonnen und ist danach auf eine große Tour weltweit gestartet. Und tatsächlich hat sie in Taipeh, eines der wichtigsten Festivals in Asien, den Grand Prix der Jury bekommen. Und das ist wirklich eine große Auszeichnung, worauf dann auch GoldenGlobes.com, das finde ich ganz klasse, über sie geschrieben hat: The New Face of German Cinema. Begrüßen Sie Uzenma Borchu, schön, dass du da bist. Der Herr in der Runde, Piotr Lewandowski, den kennen Sie wahrscheinlich, denn der ist hier in der Gegend öfter mal gewesen. Der hat hier an der HFG Offenbach studiert ursprünglich, er dann auch nach Ludwigsburg gegangen ist und dort dann Regie studiert hat. Sie kennen wahrscheinlich auch seine Werke, die er mit Carsten Strauch und Rainer Ewerin zusammen gemacht hat. Götter wie wir haben wir hier zum Beispiel mal einen großen Abend gemacht, als die beiden hessische Göttinnen sich an ihre Geschöpfe widmen. Da hat er mit Regie geführt, Deutschen Fernsehpreis dafür bekommen. Aber das ist nur die eine Seite von ihm. Er hat daneben ganz wunderbare mittellange Filme auch gemacht. Janek und Fliegen, hieß er, glaube ich, der zweite, Fliegen. Und das ist, da ist genau das Gleiche wie bei Lena, wo man das Gefühl hat, da ist auch schon so eine Handschrift im Entstehen gewesen. Und er hat es jetzt geschafft, mit Jonathan, der Film, für den Sie heute Abend jetzt als erstes hier sind, dann eben auch das in Langform zu realisieren. Und damit gleich auf die Berlinale es geschafft, dort wirklich für Furore gesorgt, kann man sagen, alles ausverkauft gewesen, dann in Ludwigshafen Publikumspreis gewonnen auf dem Festival des Deutschen Films und, das finde ich besonders spannend, in den USA auch schon 3 Preise gewonnen, in Atlanta, in, sag mal die anderen beiden Städte, ich habe sie vergessen, 4 Preise, sag sie mal, nimm das Mikro. Hallo, guten Abend. Oh, das fühlt sich jetzt aber blöd an, wenn ich das so sage. Sag mal die Städte. Die Städte. San Francisco, ja. Atlanta, Salt Lake City
Und ja, siehst du. Ich bin so froh, dass es nicht geht. Warte mal. Du überlegst kurz, ein Applaus schon mal. Piotr Lewandowski, schön, dass du da bist. Nein. Aber Golden Globe hört sich so viel besser an. Nein. Es ist alles toll und ich finde das wirklich klasse. Das, was auffällt, ist einfach, das sagt mir, ob das vielleicht täuscht, jetzt vielleicht mal ihr als erstes, dass es in Deutschland immer schwieriger ist, so wahrgenommen zu werden. Gerade mit einem Kino, wie ihr es macht. Streiflichter hat es ja schon mal angedeutet, in welche Richtung das ästhetisch geht. Habt ihr das Gefühl, dass ihr im Ausland, dass man im Ausland bisher anders auf euch reagiert als hier? Vielleicht magst du anfangen, Piotr. Naja, mich freut es natürlich, dass der Film wirklich so, den ihr gleich sehen werdet, so erfolgreich läuft. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil immerhin ist es eine deutsche Produktion, deutsche Sprache und nächste Woche laufen wir in Rom. Wir sind, glaube ich, diese Woche sind wir noch in Brasil und irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt noch sehr viele Festivals, die uns zeigen wollen. Das freut mich natürlich. Also ich glaube, jeder von uns würde sehr glücklich darüber sein. Und das ist wirklich sehr interessant, dass es im Kino ganz anders läuft. Es ist schwer, aber was können wir machen? Ja, da reden wir nachher nochmal drüber, wie das im Kino dann läuft. Aber mich würde noch bei dir interessieren, Osenma. Das ist ja wirklich was, du hast ja auch in Asien, du warst so perplex auf deine Reaktion auf diesen Preis in Taipei. Du hast gedacht, das ist eigentlich eine ganz andere Haltung dort und es funktioniert dort anscheinend noch besser als hier. Ist das immer noch so? Ja, also ich war ja das erste Mal in Japan auf dem Festival und da habe ich schon gemerkt, dass die asiatischen Zuschauer da ganz anders drauf reagieren. Aber nicht, weil der Film irgendwie provokativ ist, sondern weil sie eine ganz andere Mentalität und Kultur haben zu Visuellem. Und das kann man ja auch am asiatischen Kino auch sehen. Und da hat man ganz anders über den Film diskutiert als in Deutschland. In Deutschland ging es mehr um die Nacktheit und in Asien ging es um ganz andere Themen. Und das sieht man auch am asiatischen Kino, dass Nacktheit oder Sexualität, dass das schon etwas drüber ist und man konzentriert sich dann eher so auf andere Sachen. Na, also man denke an Tokyo Decadence oder so, dass da ist die Sexualität schon sehr etabliert. Da sind wir auch tatsächlich schon beim Hauptschwerpunkt dieses ersten Gesprächs, würde ich sagen. Da gehen wir in die Richtung der Ästhetik. Und wenn ich sage Handschrift, das ist ein Wort, da erschrickt man wahrscheinlich zuerst mal. Aber du hast natürlich eine klare Vision als Filmemacherin, Lena. Du hast sehr, sehr starke Farben immer in deinen Filmen mit drin. Du weißt genau, wie du dir deine Orte aussuchst, die auch diese Wirkung dann haben müssen, dass sie so poetisch und sinnlich daherkommen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, worauf es dir ankommt, wenn du zum Beispiel deine Orte suchst in deinen Filmen? Wir haben es jetzt bei Streiflichtern nur kurz angedeutet gesehen, aber oft geht es auch in die Natur raus. Worauf kommt es an, dass es eben poetisch und sinnlich werden kann? Darf ich ganz kurz noch auf das mit der Sexualität eingehen, weil das natürlich auch so ein Element davon ist, dass, also die Filme zumindest, die ich mache, und Osemas Film ja sicher auch, sind Liebesfilme. Also und da gibt es so wenig, was ernst zu nehmen ist, also ein ernster Liebesfilm. Es gibt entweder Romantic Comedy oder es gibt irgendwie so Kitsch, Rosamunde Pilcher, so, aber wirklich ein Beziehungsfilm oder wo es um zwei Menschen miteinander geht. Und da ist Sexualität natürlich auch ein großer Bestandteil davon, wo man eigentlich nicht wegschneiden möchte, wenn es passiert, sondern weil die Sexualität, wie zwei Menschen miteinander schlafen, auch in dem Fall was erzählt darüber, wie die zueinander stehen, was das für Personen sind. Vielleicht dazu die Frage, was glaubst du, warum ist das so, dass wir in Deutschland das eigentlich eher selten gezeigt bekommen? Na, hier ist halt ganz oft tatsächlich so, es geht nur darum zu zeigen, die haben jetzt Sex. Also in dem Moment, es geht darum, die dahin zu führen, dann küssen sie sich und dann landen sie im Bett und dann ist Schnitt in dem Moment, wo sie aufs Bett fallen. Und das erzählt eigentlich nur, ja, sie schlafen miteinander, das erzählt aber weiter nichts. Und in meinen Filmen kommt Sex tatsächlich immer vor, gar nicht, weil ich irgendwie voyeuristisch sein möchte oder eine Sexszene unbedingt haben möchte, sondern weil ich einfach finde, es ist Teil einer Beziehung. So, und dafür muss man dann natürlich auch eine Ästhetik finden. Ich habe jetzt Osemas Film noch nicht gesehen, werden wir ja nachher noch, da ist sicher einiges zu sehen. Jetzt hast du nach den Orten gefragt. Naja, also die Ästhetik,
die entsteht eigentlich ja auch aus der Geschichte heraus und aus dem Film. Ich gehe ja nicht an einen Film ran und denke, der soll so und so aussehen. Das ist sekundär. Eigentlich habe ich eine Geschichte und Personen und es geht sehr um eben um Zwischenmenschliches und dafür muss man den richtigen Raum finden. Die sind bei mir oft auch in der Natur sehr abgeschieden, auf sich selbst irgendwie gestellt und die Natur spielt irgendwie so ein bisschen mit als dritter Protagonist und stellt eben auch was dar. Und dann sucht man eben Landschaften, die irgendwie so einem inneren Seelenbild entsprechen könnten. Und dann hat man nämlich genau das Gefühl, was bei dieser neuen deutschen Sinnlichkeit auch immer wieder ist, dass man auch in diesen Bildern mal ein bisschen schwelgen kann. Also genau das, wo du auch sagst, dass die Leidenschaft ist wichtig, weil dann komme ich auch den Figuren näher. Ich habe auch immer das Gefühl, auch das werden Sie vielleicht merken im Laufe dieser beiden Tage, dass man sich in eine der Figuren mindestens immer verliebt, wenn man diese Filme sieht. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimrezepte bei euch. Natur ist das Stichwort auch für dich, wenn wir jetzt Jonathan dann gleich sehen werden. Du hast natürlich auch gezielt Motive draußen gesucht, die dann das nochmal verstärken, was auf der Gefühlsebene bei den Menschen passiert. Ich erzähle da immer ganz gerne, du traust dich auch mal eine Minute lang einen Schmetterling in Großaufnahme wegfliegen zu lassen. Warum machst du das? Das stimmt nicht. Keine Angst. Keine Angst, das ist keine Minute. Das ging ganz schnell. Das ist ja auch wirklich nichts Negatives, sondern... ich weiß es schon. Es war lustig. Wir haben tatsächlich stundenlang gedreht, bis man diese paar Sekunden gefunden hat. Das fand ich spannend. Was war die Frage? Sorry. Was macht das mit diesem Film? Also warum ist dir das so wichtig, dass du sowas dann reinnimmst? Wenn man den Film gesehen hat, wird man es, glaube ich, und hoffentlich verstehen, warum ich das gemacht habe. Das hat natürlich schon... Inhaltlich gehört es einfach dazu. Es hängt davon ab, aus welcher Perspektive man die Sachen, Menschen, Gegenstände betrachtet oder die Geschichte. Und für mich gehören einfach Insekten, das ist ein Symbol für die Perspektive, also wie man eben Sachen betrachtet, wie man die wahrnimmt. Und alles ist schön und alles ist interessant und alles hat eine kleine Geschichte und alles ist wichtig und magisch und poetisch und das muss einfach dazu gehören. So wie Lena gesagt hat, das hängt wirklich davon ab, welche Art von Geschichten man erzählen will. Meine Idee ist nicht erstmal poetisch zu erzählen. Ich will einfach spannende, schöne Geschichte erzählen, die vor allem mich interessiert und die ich für wichtig halte. Also wichtig, um die weiter zu erzählen oder wieder zu erzählen. Und auch wenn die Themen ein bisschen unangenehm sind oder schwer, ich mache das trotzdem, weil ich das machen muss. Das ist meine Stimme. Gut, das ist ja der Ursprung wahrscheinlich jeder Geschichte, die erstmal erzählt werden will und soll. Aber dann eben, also die Frage auch nochmal an dich, weil du das Wort Magie gerade verwendet hast. Das kriegt man ja nicht einfach so. Und bloß weil man irgendwelche Insekten filmt, ist die ja auch nicht automatisch dann drin. Was ist das Geheimrezept, dieses Gespür so zu entwickeln, dass so ein Film auch sinnlich werden kann? Also die Insekten an sich bringen natürlich absolut nichts. Es hängt davon ab, welche Charaktere man erzählt, wie man die Geschichte erzählt. Und dann kann man es verstärken durch die Kameraführung, durch die Schauspieler, durch die Kostüme, Maske, alles. Das alles spielt eine Rolle und alles ist extrem wichtig. Und ich liebe das. Also das macht mir wirklich richtig viel Spaß. Ich habe in Offenbach Malerei studiert und ich bin Maler eigentlich. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich gerne Geschichten erzähle und mir die Geduld und einfach fehlt, Bilder zu malen. Das dauert mir einfach zu lange. Deswegen habe ich mit Film angefangen, relativ spät. Und übertrage ich einfach, diese Schönheit. Also für mich ist das einfach schön, aber das muss einfach richtig ausbalanciert sein. Schönheit für mich bedeutet nur, richtig interessante, spannende Geschichten zu erzählen und die so darzustellen, so authentisch, wie es möglich ist und so real und so nah und so intensiv. Das ist das, was ich schön finde. Mhm. Und Senma, das ist bei dir ja auch so. Diese Nähe, diese Intensität, die ist von dem ersten Moment an da, wenn man in deinen Film dann einsteigt, den wir dann heute Abend 20:30 Uhr sehen.
Ich fand das ganz spannend, wie du das machst. Du machst das nämlich zunächst, indem du einfach, du lässt eine alleinerziehende Frau mit ihrer Tochter, die sieht man, und dann kommst du als Schauspielerin auch noch dazu und nimmst Kontakt mit dieser Tochter auf, und plötzlich entwickelt sich da zuerst mal was zwischen diesen beiden Damen, zwischen diesen beiden Frauen, und später kommt dann auch noch Sepp Bierbichler dazu als Vater von ihr. Das ist eine Konstellation, auf die würde ich niemals kommen erstmal, dass da eine Dreiecksgeschichte zwischen einem Sepp Bierbichler und dann einer alleinerziehenden Mutter, die dann eine lesbische Beziehung mit deiner Figur eingeht. Das finde ich so großartig, da sowas draus zu bauen und dass dann so eine Sinnlichkeit entsteht. Kannst du uns da sagen, war das von Anfang an das Ziel, dass man einen möglichst sinnlichen Film macht, oder bist du da anders vorgegangen? Ja, ich hatte gar keinen Plan, weil ich ja keine Idee habe, wenn ich irgendwie mich auf das weiße Papier konzentriere. Es ist ja ein Gefühl, was man jahrelang mit sich rumschleppt. Und die Idee zwischen Eva und Hedi, das hatte ich ja schon ewig lange. Das ist ein Gefühl, das baut man auf. Das baut man auf, wenn man als junge Frau in dieser Gesellschaft auch erwachsen wird. Und das sind Themen, die mich schon immer interessiert haben. Und an einem gewissen Punkt merkt man dann, dass es jetzt reif ist, um das irgendwie auszudrücken. Und dass es dann mit dem Film dann passiert ist, war, glaube ich, dann für mich auch die beste Ausdrucksweise. Und das habe ich nicht geplant. Also manche sagen, das ist gut kalkuliert, aber da ist halt null Plan mit dabei. Es kommt wirklich einfach aus deinem Dasein, denke ich. Du hast das Wort Gefühl verwendet auch gerade. Was macht das denn, wenn man Gefühle quasi als Regisseurin zulässt und dann dadurch vielleicht etwas entstehen lässt, was fernab der Normen in Anführungszeichen ist, wie sonst ein Film, der von vielen Seiten gelenkt wird, entstehen kann? Ja, wenn man sich als Mensch entdeckt, gerade auch in unserer Gesellschaft, hat man ja eher entdeckt, dass Schönheit immer das ist, oder das Gegenteil ist von dem, was als schön angegeben wird oder gelabelt wird. Und das habe ich eher erfahren als junger Mensch, dass ich immer das schön fand, was vielleicht in der allgemeinen Masse als hässlich empfunden wird. Oder als, ja, das sollte man eher nicht. Und gerade als Frau ist es dann nochmal eine ganz andere Frage, wie man sich körperlich und seelisch auch nochmal wahrnimmt. Und da wusste ich, also das, dann liest man ja auch so viel von anderen Frauen, ist ja egal, ob sie aus der Vergangenheit kamen oder nicht, die hatten alle dieselben Vorstellungen von Frau mit denselben Ängsten, und damit reibt man sich ja die ganze Zeit, und dann stellt man diese Schönheitsfrage oder was ist sinnlich oder was ist schön komplett in Frage, weil man sich da nicht wiederfindet. Zum Beispiel, ganz plakativ gesagt, in Modezeitschriften. Ja. Da sind wir genau an zwei Punkten, die ich ganz spannend finde. Deswegen würde ich erstmal an euch alle die Frage stellen wollen, weil diese Filme sind geprägt von Schönheit, aber an der man sich dann wiederum auch reiben kann, weil sie vielleicht dann auch mit gesellschaftlichen Konventionen oder so nicht bricht, aber irgendwas aufzeigt. Was bedeutet euch Schönheit? Was ist für euch Schönheit? Und warum inszeniert ihr diese Schönheit so, wie ihr es tut? Lena, fang mal an. Naja, also der Anspruch ist nicht, einen schönen Film zu machen. Das ist natürlich, weil man geht ja nicht über die Bilder ran. Man sagt jetzt nicht, das sollen schöne Bilder sein. Ich habe das im Gegenteil immer als negativ empfunden, wenn jemand über einen Film gesagt hat, oh, das waren aber schöne Bilder, weil es klingt so nach wenig Inhalt. Na, die Handlung spielt keine und so, Rolle. Genau, ne? Es geht nur um die Bilder. Das ist aber falsch, weil die Bilder kommen im Zweifel, also im besten Fall müssen die Bilder aus der Handlung und aus den Figuren kommen. Und deswegen hast du erstmal Schauspieler, den du Raum lassen musst und den die Kamera sich eben nähert. Also es geht irgendwie in diesem Film ganz viel um kleine Sachen, um Blicke, um Gesten, um Berührungen, eben Sachen, die man von außen vielleicht nicht sofort wahrnimmt, sondern man muss den Blick da drauf lenken, und die Kamera muss eben diese Perspektive einnehmen und sich da ganz intim nähern, und dadurch entsteht dann vielleicht zwangsläufig sowas wie Intimität und Poesie. Wie ist das bei dir, dem Maler?
Also was ich schön finde, ist, wenn Schauspieler wirklich alles geben. Wenn sie mir als Regisseur vertrauen und sich ein, ich nenne es immer entblößen, wenn sie sich einfach körperlich und vor allem seelisch entblößen, das finde ich, das ist das Magische, das ist die pure Schönheit. Und wenn man das als Zuschauer wahrnimmt und glaubt, was die darstellen, das ist schön. Und alles drumherum ist das genau, was Lena gesagt hat. Das ist nur ein bisschen Schmuck, was wir dazu tun, um das interessanter zu machen oder spannender. Wir nutzen natürlich sehr gezielt bestimmte Elemente wie Musik, wie Schnitt, um bestimmte Gefühle ein bisschen stärker darzustellen, natürlich, weil wir Filmemacher sind. Aber wie gesagt, für mich ist das Schönste, wenn ich mit den Schauspielern wirklich intensiv über die Figuren sprechen kann und wenn ich merke, das beflügelt sie und dann geben sie alles. Und diese Magie, diese Schönheit entsteht nicht bei mir, sondern bei ihnen. Ich bin nur sein Mittel, um das zu erreichen. Da möchte ich gerne einhaken, weil man hat auch wirklich das Gefühl, dass sich die Schauspieler anders verhalten. Also das ist nur so ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht belegen. Aber ich habe das Gefühl, die lassen sich mehr fallen als vielleicht in anderen Filmen, in denen sie schon mitgespielt haben, die ich gesehen habe. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr konkret, wie du das schaffst, aus auch einem gestandenen Star wie dem Janis Niewöhner, da mal das rauszuholen, dass der sich so gehen lassen kann, dass er sich so fallen lassen kann. Diese Freiheit ist wahrscheinlich ein Thema, dass das passieren kann. Na, das ist ein bisschen kompliziert und das alles so auf die Schnelle zu erzählen, ist Haben natürlich ein Zeit. bisschen unfair. Nein, die Leute wollen den Film sehen. Aber diskutieren das mal. Hoffentlich. Alles gut. Janis ist ein großartiger Schauspieler. Der hat mir vor allem vertraut und also am ersten Tag war der relativ furchtbar. Das hat irgendwie vorne und hinten nicht geklappt, weil er so nervös war, dass er das nicht schafft. Und dann haben wir uns wirklich eine halbe Nacht unterhalten und ich habe ihm versichert, dass er mir absolut vertrauen muss, weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Und das hat er auch getan. Das hat man sofort gemerkt. Am nächsten Morgen ging es einfach perfekt los. Und ich habe natürlich als Regisseur habe ich kleine Tricks, die ich gerne einsetze. Zum Beispiel, ich habe das in Frankreich gelernt, dass die Franzosen, die machen sehr lange Pausen, wo sie viel Wein trinken. Das ist schön. Aber das meinte ich nicht. Die schreien nicht am Set, sondern die sind wirklich sehr, sehr leise. Und meine Geschichte, abgesehen davon, dass die sehr intim und sehr persönlich und wahnsinnig intensiv war, die hat einfach viel Raum gebraucht. Und um das zu schaffen, habe ich einfach alles versucht, was ich könnte, um den Schauspielern so viel Freiheit zu geben, so viel Ruhe, so viel Konzentration, wie es nur möglich war. Und deswegen haben wir zum Beispiel nicht geschrien am Set. Und es hat, also die ersten 2 Tage waren so ein bisschen ungewöhnlich, weil man es nicht kennt. Und dann waren mir wirklich alle unheimlich dankbar dafür. Also auch Barbara Auer, eine ganz tolle Schauspielerin. Sie hat, ich weiß es nicht, wie viele, keine Ahnung, 100 Filme gemacht. André Hennicke hat um die 80. Und die meinten so, wow, das ist besonders. Aber sobald die Szenen kamen, die wirklich schwer waren, die wirklich sehr intensiv waren, die nicht einfach waren für niemanden, wo wir teilweise alle geweint oder gelacht haben, die waren plötzlich wirklich, also diese Intensität und Dankbarkeit war plötzlich da. Also es hat funktioniert. So. Sag mal, bei dir ist das bestimmt noch mal anders, weil du hast ja auch noch mitgespielt. Das heißt, du konntest sowieso nicht schreien, weil dann wäre die Szene ruiniert gewesen. Wie hast du es geschafft, dass da sowas aufgebaut wird? Weil du musst ja dann in dem Moment sowohl an dich als Schauspielerin denken, also an deine Figur, an deine Rolle, als auch an das große Ganze. Du musst deine Partner mitlenken und es war ja auch zum Teil improvisiert. Also eigentlich mehr Herausforderung geht nicht. Wie hast du es geschafft, dass da so ein Zusammenspiel der Figuren entstehen konnte? Es war ja eigentlich alles improvisiert. Ich hatte aber den Luxus, dass ich mit Filmemacher und Kameramann Sven Zellner gearbeitet habe, mit dem ich ja 10 Jahre schon Filme mache. Und diese 10 Jahre, das ist einfach so wertvoll. Ich meine, man redet ja sowieso davor, wie man den Film haben möchte. Man schaut sich gemeinsam Filme an oder man liest gemeinsam irgendwelche Bücher. Und daher wusste er ganz genau, wie ich ticke. Ich weiß, wie er tickt. Und da sind wir eigentlich am Set
komplett still, weil man muss nicht darüber reden, was man, wie man will. Und er ist ja dadurch, dass improvisiert wurde, ist ja selber als Kameramann wie eine Art Rolle, wenn er reagiert auf bestimmte Sachen. Und dann ist es einfach nur ein Fallenlassen, Kontrolle verlieren, um zu gewinnen. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Kontrolle verlieren, um zu gewinnen. Ja. Das ist natürlich spannend, weil ich glaube, da steckt, das ist ein Teil des Geheimnisses, was hinter all diesen Filmen der neuen deutschen Sinnlichkeit vielleicht ist, dass man das Gefühl hat, da ist was Organisches, also wodurch dann auch diese Intimität dann entsteht. Du schaffst ja immer spezielle Räume, Lena, du bist dann mal in einem Ferienhaus zum Beispiel, das ist dann besonders toll ausgestattet, also man hat das Gefühl, die leben da, die verbringen da jetzt ein paar Tage miteinander und plötzlich kommen die sich so nah, wie sie es im realen Leben wahrscheinlich nie kämen, weil das ist so, du bietest denen die perfekte Plattform dafür. Ist es was, worauf es dir ankommt, diese Intimität auf diese Weise zu schaffen? Ja, wobei, also das komplett konträr dazu ist, weil bei mir ist alles wahnsinnig durchgeplant, tatsächlich. Also da ist nichts improvisiert in dem Sinne, sondern wir proben dann natürlich vorher. Also da ist Raum dafür, Dinge nochmal neu zu erfinden, aber in dem Moment, wo es gedreht wird, ist eigentlich jedes Detail so gewollt. Und also das liegt vielleicht auch daran, also ich schreibe die Bücher ja auch selber, dann habe ich natürlich beim Schreiben schon eine ziemlich klare Vision, wie die Räume sein könnten, wie das Gefühl sein muss. Dem Moment, wo ein Schauspieler reinkommt, passiert natürlich nochmal ganz viel, weil einfach eine Persönlichkeit plötzlich da steckt und die ganz viel verändert oder mitbringt oder das bereichert. Und das sollte man natürlich annehmen und dann nicht nur an seiner Vision starr festhalten, aber dann beim Dreh selber ist es nicht mehr so improvisiert. Aber Usenma, wie ist das dann bei dir? Weil die Räume musst du ja natürlich auch irgendwie vorher festlegen. Und wenn das alles improvisiert ist, also du schaffst da schon auch ein Setting, in dem sich die Leute fallen lassen können. Ja, also das Buch ist ja da. Oh, bloß, dass ich nicht wirklich das Buch den Leuten gegeben habe, dass sie genau alle Einzelheiten wissen. Und ich habe nur in dem Buch die ganzen Dialoge weggelassen, weil es nutzt nichts, das extra aufzuschreiben, wenn du eh weißt, das muss natürlich kommen. Gerade wenn du mit einer Sechsjährigen drehst, ihr kannst du nicht irgendwie beibringen, irgendwas auswendig zu lernen. Und wir sind ja alle Laien, außer der Bierbichler halt, der aber auch als Professioneller, denn einfach lieber improvisieren will, weil es für ihn einfach die mehr Herausforderung bringt, wo er einfach mehr auch fühlt, als wenn er jetzt genau das macht, ja, gehen wir von da nach da. Und das fand ich dann schon, glaube ich, besser, um dem Filmemachen näher zu kommen. Obwohl du ein Buch hast, dass du sagst, okay, scheiß auf das Buch, ich bin jetzt da mit euch und ich bin ja auch noch vor der Kamera, da muss man sich so baumeln lassen und da haben wir halt so einen Punkt gemerkt, also jetzt musst du es einfach fallen lassen. Und wenn du es nicht fallen lässt, dann könnte man das vielleicht kontrollieren, aber dann würde man auch sehr viel verlieren dadurch, dass du gehemmt bist oder so. Und für mich ist ja auch ein Schauspieler, wie du gesagt hast, nur dann interessant, wenn er alle Hüllen fallen lässt, aber nicht, was das Äußere betrifft, sondern das Innere. Das merkt man einfach sehr schnell. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, weil wir haben jetzt ja alle noch keinen Film gesehen. Einfach um vorstellen zu können, was versteht man eigentlich darunter? Vielleicht gibt es Vorbilder für euch. Habt ihr Filmemacher, wo ihr sagt, das sind Leute, das finde ich klasse, so wie die ihre Filme drehen, die haben eine Poesie vielleicht, die haben eine ästhetische Form gewählt, die erzählen Geschichten, so wie ich Geschichten erzählen will. Fang mal an, Lena, vielleicht gibt's da jemanden? Ich mag die Frage tatsächlich nicht so gerne, weil man dann damit natürlich gibt es wahnsinnig viele Einflüsse oder Inspirationen. Natürlich guckt man, ich gucke mit meiner Kamerafrau, mit der ich immer arbeite, im Vorfeld Filme und wir gucken, das gefällt uns oder das. Aber trotzdem versucht man ja, also einen eigenen Film zu erzählen und nicht es so zu machen wie jemand. Vielleicht gibt es Elemente, die toll sind, aber ich will jetzt keinen Film machen, wie Ingmar Bergman gemacht hat oder wie Fassbinder dann gemacht hat oder auch kleinere Namen oder so, sondern meinen eigenen Film machen. Deswegen, also es würde denen auch nicht gerecht, wenn ich sage, ich mache jetzt Filme.
Du hast ja trotzdem schon Namen genannt, insofern ganz interessant gerade. Piotr, wie ist es bei dir? Naja, dadurch, dass ich wirklich relativ spät mit Film angefangen habe, habe ich wirklich nicht wirklich Vorbilder gehabt. Aber ich bin in Polen aufgewachsen und ich habe natürlich dort ganz viele klassische Polanski, Wajda und so weiter, Zanussi, die hat man irgendwo aufgesaugt als Kind und man hat diese Ästhetik und Sinnlichkeit irgendwie mit aufgenommen auf dem Weg. Aber ich, weil ich hasse die Frage genauso wie Sie. Ich mag es einfach stellen, nicht, weil das so schwer ist. Ich glaube, alles, was wir sehen, wenn ich auf der Straße einen Obdachlosen sehe, der irgendwie weint, dann weine ich auch mit. Weißt du, das ist das, was mich irgendwie beeindruckt. Und wie ich irgendwas zeige im Film, das spielt keine Rolle, weil das sind so viele Leute, die da mitwirken. Ich bin nicht alleine, sondern das ist der Kameramann, der Ausstatter, die Kostümfrau, Maske. Das sind alle Leute, die da wirklich wahnsinnig viel reinbringen und zusammen kreieren wir etwas, eine Vision, die vielleicht ich hatte. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also ich gucke alles, was schön ist und was mich interessiert. Und manchmal werde ich davon irgendwie beeindruckt und ein Film bleibt länger im Kopf. Aber das passiert immer selten. Wobei, ich fand Ihre Filme wirklich ganz toll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, deinen Film habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber Ihre Filme sind wirklich sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Und das macht einfach Freude, sowas zu sehen, weißt du? Das inspiriert auf irgendeine Art und Weise, finde ich auch. Ja, es ist, also bevor du gleich auch beantwortest, diese Empathiefähigkeit, glaube ich, ist auch was. Also können wir dann vielleicht nochmal vertiefen, wie man Dinge sieht und wie man dann damit weiterarbeitet. Das ist, glaube ich, nochmal was, was euch unterscheidet von anderen. Aber sag mal, wie ist es bei dir? Ja, Polanski, Ingmar Bergman. Ich habe jetzt letztens, gestern habe ich einen Film geschaut von den Trananung. Mhm. Den kannte ich vorher leider nicht, aber den habe ich in Taipei kennengelernt. Und da habe ich mir auch gedacht, also er ist schon, also es ist einer der Gegenwartsregisseure, die mich auch sehr, ja, ja, die mich fühlen lassen oder wo ich immer noch nachdenke, obwohl ich nicht nachdenken möchte. Wenn das ein Film schafft, ist es toll. Ist das denn Susanne Bier? Susanne Bier, ja. Ist das denn, aber das würde ich nämlich gerne aufgreifen, direkt vielleicht, also weil ich sehe im asiatischen Kino immer auch Filme, die so eine Farbigkeit haben, wo ich dann das Gefühl habe, ja, das sind eben auch Bilder, in denen man schwelgen kann, wo vielleicht auch so was Magisches entsteht, wo die Geschichte und die Bilder einfach perfekt zueinander passen. Ist das was, was jetzt nur mein Eindruck ist, also wenn ich jetzt an Wong Kar-wai oder so denke, da funktioniert das natürlich genauso brillant. Seht ihr euch da auch so ein bisschen als seelenverwandt vielleicht oder ist das wirklich nochmal eine ganz andere Art? Also der ist ein Genie und das sind ganz, glaube ich, andere Budgets, weißt du, und ganz andere Künstler, die da mitwirken. Und aber die Haltung ist die gleiche, glaube ich. Ja, also das ist natürlich schön, sowas zu erzählen, aber ja, also ich, es, ja, es wird nicht einfach sein. Ich fände es einfach schön, wenn man ja, im deutschen Film das schaffen könnte, sowas zu etablieren, was nicht gemessen wird an, das ist asiatischer Film, das ist französischer Film, das ist skandinavischer Film. Das wird immer schwieriger, leider. Und der deutsche Film ist irgendwie als bisschen unsexy, glaube ich, abgestempelt. Irgendwie. Ja, was sich nach diesen beiden Tagen ändern wird. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ist auch, ich glaube ganz feste dran, dass sich da jetzt was ändern kann. Aber ich glaube, und das ist eine These von mir, der Wong Kar-wai zum Beispiel, der würde in Deutschland niemals gefördert werden, oder? Usenma, was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin noch nie so ein großer Fan von Wong Kar-wai. Okay. Also ich habe zu meiner Schwester, die den liebt, ich habe gesagt, das ist ja Schlafmittel. Also dieses Langsame und so. Aber und seit ich diesen Trananung gesehen habe, gestern und vorgestern, habe ich mir gedacht, ey, der ist viel cooler als Wong Kar-wai. Ich stehe sowieso mehr auf so rohe und roughe Sachen wie der Film Hass oder so. Hm. Und ich mag dieses Zarte und Liebliche nicht so. Das ist mich eh. Das ist sowieso auch was, das eint auch eure Filme alle. Die sind eigentlich, obwohl die so schön und magisch und poetisch sind, da kommt immer diese Roughness auch dann durch. Irgendwann werden die mit der Realität irgendwie konfrontiert. Da sind die gesellschaftlichen Konventionen, die irgendwie aufbrechen müssen.
Ist das was, dieses Gefühl, ihr wollt da was bewegen, man soll sich auch dran reiben? Die sind nicht einfach nur schön um der Schönheit willen bei euch, sondern da ist ein Ziel dahinter, oder? Nein, dran reiben, also das, die haben halt alle, zumindest bei mir, einen Schmerz in sich. Das sind ja alles sehr eher getriebene, suchende, zerrissene Personen. Da geht eben, also wir reden ja nicht von makelloser Schönheit im Sinne von alles ist perfekt, sondern das sind Leute voller Sehnsucht. Und ich versuche zu erzählen, warum bestimmte Beziehungen nicht funktionieren oder wenn sie funktionieren, wie sie funktionieren oder was Menschen verbindet. Und Empathiefähigkeit hast du gerade gesagt. Also vielleicht spielt das eine Rolle, weil ich ja viel mitnehme, so aus dem, was man so beobachtet im Leben. Und da bin ich schon auch jemand, der dann sich Leute anschaut und wenn, also versucht zu interpretieren, warum guckt er gerade so oder warum dreht er sich jetzt gerade weg, warum senkt er den Blick oder so, was steckt da für eine Geschichte dahinter, also was ist verborgen jenseits von dem, was einfach, wenn eine Kamera das einfach nur aufnimmt und nur so hinschaut, würde man es nicht sehen, aber wenn man dann irgendwie den Blick auf so ein Detail lenkt, dann kommt eine ganz andere Geschichte dabei raus. Wir haben alle Themen, die noch an den nächsten beiden Veranstaltungen besprochen werden, direkt schon mal angerissen. Das finde ich ganz klasse, denn wir schauen uns jetzt gleich Jonathan an. Dann machen wir eine kurze Pause, dann geht es weiter mit der zweiten Podiumsdiskussion. Da geht es auch ein bisschen darum, wie können solche Filme eigentlich entstehen. Wir können dann auch konkret über Jonathan noch ein bisschen reden, die Eindrücke verarbeiten, die wir gleich gesehen haben. Danach schauen wir Schau mich nicht so an von Usenma. Und dann gibt es nochmal die Gelegenheit, eben, dass auch Sie Fragen stellen können. Also, und ich möchte gerne dir jetzt noch das letzte Wort geben, sozusagen, bevor wir dann jetzt an den Film übergehen. Willst du uns noch ein bisschen was erzählen zu dieser Vorgeschichte von Jonathan? Weil das ist ja ein längerer Prozess gewesen, dem du da solange du an diesem Film gearbeitet hast. Ich habe das kurz schon angerissen, dass ich erzählt habe, das ist eine sehr persönliche Geschichte und eine sehr intime Geschichte. Und ich bin einfach nur froh, dass ihr alle hier gekommen seid. Das finde ich einfach toll. Und ich glaube, davor darüber zu sprechen, macht nicht so viel Sinn. Also wenn Sie bleiben können und ein paar Fragen stellen oder einfach nur zuhören können, das wäre schön, das würde mich freuen. Und das ist wirklich wichtig, weil wir sind Filmemacher, wir kämpfen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einfach Leute sehe, die einfach einen Film, in dem man so viel Liebe und so viel Energie gesteckt hat, gesehen haben. Das ist wichtig. Wir sind gespannt, was wir noch über die neue deutsche Sinnlichkeit heute Abend und morgen erfahren. An dieser Stelle schon mal einen herzlichen Applaus an dieser Stelle für Lena Knaus, Piotr Lewandowski und Usenma Borcio. Und viel Spaß beim Film.